Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crime O'Clock. Und ich muss nochmal sagen, die Krabbe ist und bleibt meine Nemesis. So ist das. Ich habe mittlerweile alle Dinge gefunden und dachte, jetzt machen wir vielleicht mal die restlichen noch, die es noch gibt. Und wir fangen mal an mit dem Hut, den sehe ich nämlich gerade. Da ist der Hut. Mal gucken, was passiert. Strawhead. Der Strohhut ist ein besonderer Gegenstand, der Esel M. Rufus gehört. Einem jungen Piraten, der mit seiner Mannschaft auf der Suche nach irgendwas war. Leider konnten wir das nicht lesen, weil das viel zu schnell ging. Aber egal. Wir verfolgen das jetzt einmal. Das wäre so lustig, wenn wir jetzt hier die Krabbe entdecken. Ja, ich glaube, er hat zwischendurch seinen Hut verloren. Er war so in Love mit dem Girlie. Und ist ihm sein Hut weggefallen, ja, bedauerlich. Und dann irgendwie bis zum Brunnen geweht und dann da in den Kanal. Und da dachte ich, er ist natürlich nach unten, nach rechts unten. Ist aber falsch gewesen, er ist nach links oben weggeweht worden. Und da hat ihn dann jemand gefangen, diese komische Clowns-Kraken. Ja, und da hat er seinen Hut wieder zurückbekommen. Weil der Clownskraken zufällig der beste Freund von Blondie ist. Naja, gut, so ist das halt. So, das hätten wir. Das Ferkulum haben wir abgeschlossen. Hier haben wir den nächsten. So, und auch er. Dwayne ist ein Formwandler, Meeresgott, zusammen mit seinem besten Freund überquerte die sieben Meere auf einem Floß. Ein Sturm bestätigt hier das Segel und Dwayne sucht nach jemandem, der es flicken kann. Jawohl. Da ist er angekommen, der Dwayne. Dann sind sie erstmal hier an Land gegangen. Ja, das hat ja wie eine Riesensichel. Schön über den Marktplatz. Ich glaube, da haben sie sich dann getrennt. Und dann hat Dwayne gedacht, oh komm, ich werde mal Hühnchen. Weiß auch gar nicht genau warum. Aber hier, dann bin ich so ein Riesenhuhn geworden mit der Riesensichel. Das hat nicht so viel gebracht. Und Dwayne hat sich gedacht, komm, dann machen wir jetzt noch ein anderes. Machen wir jetzt hier noch ein Krokodil. Ah, das beeindruckt hier auch niemanden. Und dann ist er als Krokodil umhergelaufen. Ja, und hat dann hier die alte Frau gefunden. Die hat dann sein Segel repariert. Und am Ende ist Dwayne dann glücklich mit einem reparierten, gestrickten Segel unterwegs. Gut, wo da der Sinn ist, weiß jetzt aber auch keiner, ne? Ich dachte, ich mache diese Folge mal, um noch zumindest mal so ein bisschen aufzulösen, was man noch so finden kann. Hier finden wir noch das goldene Mädchen hier, das kleine, das haben wir noch nicht verfolgt. So, Squishy ist ein kleines Mädchen und Tochter des berühmten Architekten der Stadt. Während ihre Mutter beschäftigt ist, spielt Squishy herum, doch sie verursacht unbewusst viele Katastrophen. Gucken wir mal. Ach, was für ein süßes Ding. Jetzt läuft es einfach hier umher. Ja, gut. Springt am Brunnen entlang, auch gut. Kann man machen. Schlägt irgendwie eine Vase aus der Hand. Ja, hier, da ist die Krabbe übrigens. Hier. Ja, gut, egal. Da geht mal nichts zu. Springt dann da hinten rum. Also das Mädel hatte auch irgendwie keinen Sinn und Verstand. Bin raus, viel Erfolg noch. Danke auch so, gut Nacht. Das war eine Anspielung auf den Film Vajana. Das mit dem Formwandler, ja, tatsächlich habe ich den Film nicht gesehen, wie so viele Sachen nicht. Also, es ist schön, wenn das hier so Anspielungen gibt. Hier habe ich schon den nächsten gesehen. Guck mal hier. Das ist der Hausmeister-Typ hier. So, was hat er denn? Marco. Oh. Marco Waldo, ein mürrischer Angler, begleitet seinen adoptierten Sohn auf einen Besuch zu seinem besten Freund. Für Marco ist es das erste Mal, dass er Atlantis besucht. Und er ist ganz... Strohhut muss ich dir hoffentlich nicht erklären. Auch mach ruhig. Ich habe keine Ahnung, was der Strohhut bedeutet. So, sein Adoptivsohn. Ja, eigentlich ist er ein alter Mann mit einer Katze, aber er hat offensichtlich so einen jungen Sohn dabei. Logischerweise sind Söhne ja immer jünger. Und der zeigt ihm jetzt die ganzen schönen Sachen hier von Atlantis.
Jetzt ist der Sohn allerdings irgendwie weg. Ja. War das der beste Kumpel von seinem Sohn? Oder ist das, war das sein Sohn? Naja, da sind sie jetzt jedenfalls beim Schachspielen. Da laufen sie jetzt gemeinsam rum. Und am Ende trifft er irgendwen. Keine Ahnung, wen er getroffen hat. Ist ja aber auch wurscht. One Piece. Okay, ja, keine Ahnung. Noch nie gesehen, nie gehört. Keine Ahnung, was das sein soll. One Piece. So, die Krabbe, wie gesagt, ist meine Nemesis. Das ist auch übelst. So, ihn haben wir schon. Da gucken wir mal weiter. Das Mädel haben wir schon. Ihn haben wir schon. Oder wollen wir mit der Story weitermachen? Ich bin gerade unsicher. Oh ne, warte mal, hier haben wir noch einen, guck mal. Den nehmen wir noch mit. Aquamodel. Berühmter Schauspieler, Vermarktung seiner neuen Bühnenshow vorbereitet. Tja, er versucht ein Porträt herzustellen, das nicht so richtig funktioniert hat. Also werden wir uns jetzt angucken. Irgendwie, der Maler da mit den zwei, drei Tentakelarmen malt und macht und tut, aber so richtig gut. Sieht das nicht aus. Guck mal, wie er sich da in Schale wirft. Wahnsinn. Ja, ich kann leider nicht alle hier zeigen, weil die Krabbe, ne? Also zwischen dieser Folge und der letzten liegen locker 30 Minuten, in denen ich die Krabbe gesucht habe. Ich finde sie nicht. Ich finde die Krabbe einfach nicht. Es ist, ja. Also, ich weiß es auch nicht. So, endlich wird hier ein schönes Porträt draus. Wunderschön. Der Maler hat am Ende bekommen, was er wollte. So, was fehlt denn jetzt noch? Die haben wir alle. Hier, den Typi bauen wir noch. 5, 6, 7, 8, 9. Mittlerweile ist er, sind die doch aufmerksam. Mittlerweile ist er wirklich hier am Ende seiner Kräfte, glaube ich, angekommen. Ich weiß gar nicht, ob er noch kämpft. Ist er das hier? Ne, kann eigentlich nicht sein. Also er kann es nicht sein, ne? Ne, ne, er ist es auch nicht. Ist er, hat er gewonnen? Ne, auch nicht. Kukulkan. Kukulkan, alles klar, würde ich mal sagen. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Ah, ziemlich viel Chaos hier. Oh, warte, da habe ich die Krabbe. Ich sehe die Krabbe. Oh, wartet mal. Jetzt habe ich mal eine Idee. Das war gerade ein Hinweis schon von dem Tor im Streamchat. Der hat gesagt, das ist, die Krabbe ist von hier, Ariel, die Meerjungfrau. Frau. Und vielleicht ist die Krabbe ja hier irgendwo. Vielleicht startet die ja schon von hier. Weil sie kehrt ja offensichtlich hier am Ende wieder hin zurück. Gucken wir hier nochmal ein bisschen genauer hin. Wahrscheinlich wird das die zweite Folge, in der ich einfach nur dieses Wimmelbild hier lösen will. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz nah dran. Komm schon, die wird hier irgendwo sein. Also ich meine, ich habe auch die Anweisung bekommen, dass er hier oben irgendwo sein soll. Ah, egal, wir lassen das mal. Ich muss mal ganz kurz aufstehen, ich bin gleich wieder da, Moment.
So. Ein bisschen ungewöhnlich für eine YouTube-Folge, aber es ist einfach auch live hier. Ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Einmal das rein und im Grunde genommen fehlt dann die Krabbe Nummer 1 und diese Putzfrau hier. So, da gucken wir mal, ob wir den auch noch erwischen. Ah, warte mal, hier haben wir ihn noch. Ja, am Ende Versöhnungsgetränk, sehr gut. Ist echt lustig, oder? Also die kämpfen quasi die ganze Zeit um diese komischen Tempelkristalle. Er versucht einen zu stehlen. Aber so richtig gelingt ihm das nicht, denn es gibt hier Wachen. Ja, da ist er da oben. Aber ihr seht das schon hier, der. Dieser Wächter sieht das. Und jetzt geht hier der dicke Fight los. Ja, ich glaube, mehr ist jetzt wirklich mit dem ja nicht passiert. Ich habe irgendwie Husten, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss mir nach dieser Folge mal ein Käsebrot machen. Mit viel Fleischwurst. Naja, nicht ganz so. So, jetzt wird er hier, fällt er dann plötzlich hin. Jetzt ist dann wirklich auch, merken die gerade so, oh, wie anstrengend das ist hier mit der Kämpferei. Ah, die kämpfen aber immer noch und am Ende trinken sie dann erstmal, essen sie ein Eis zusammen. Guck mal, wie hübsch. So. Gut, Krabbe fehlt, hier die. Das ist die einzige, die noch fehlt, ne? Also diese Figur hier. Hier haben wir es zuletzt gesehen, wir können nochmal lesen. Also, in das atlantische Zeitalter. Zu enthüllen, was ist das denn? Das ist doch, kann das denn die 1 sein? Das ist auch Quatsch, oder? In das atlantische Zeitalter zu enthüllen, reiste direkt vom mit seiner Zeit die Geheimnisse der Stadt, Dampfzeitalter mit der Absicht Walter Heisenberg. Okay, also offensichtlich alles drunter und drüber, kann man nur so sagen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo er hin ist hier. Er hat einen Bilderrahmen in der Hand, keine Schuhe an, Maske vorm Gesicht und Tentakel auf dem Kopf. Ich würde mal sagen, er hier vielleicht. Nein. Wäre das naheliegendste gewesen, ne? Ja, dann bleibt eben nur noch am Ende die Krabben-Nemesis. Ich werde tatsächlich im Internet nachgucken. Ich werde mir angucken, wo das ist. Es gab schon mal die Idee, dass es irgendwie rechts oben neben der Türe ist. Aber da ist es eben nicht. Da ist es eben nicht. Was soll ich da sagen? Vielleicht fehlt es da noch an Story oder so. Aber das kann ich mir eigentlich nicht denken, weil die sind ja alle Story ungebunden quasi. Hier. Da ist er. Walter Heisenberg reiste mit seiner Zeitmaschine direkt vom Dampfzeitalter in das atlantische Zeitalter mit der Absicht, die Geheimnisse der Stadt zu erkunden. Ja. Ja, jetzt fehlt hier an der Stelle tatsächlich nur noch die Krabbe. Keine Ahnung, wo sie ist. Ärgerlich, ärgerlich. Wir können natürlich noch ein bisschen suchen. Er ist offensichtlich auch nicht ganz in der richtigen Zeitreihenfolge. Der springt ja scheinbar auch immer ein bisschen hin und her. Hier, aber den Gelehrten war er auch noch unterwegs. Und dann haben wir ihn hier noch. Und am Ende, da haben wir ihn dort. Ja, da haben wir das Ganze, die ganzen Fallkrumms hier gelöst. Bis auf, wie gesagt, das von der Krabbe. Gucken wir uns jetzt nochmal an. Haben wir. Gar nicht so schlecht. Das Einzige, was halt fehlt, zack, ist die Krabbe. Was soll ich sagen? Ich finde sie nicht. Ich habe wirklich alles jetzt mehrfach abgesucht.
keine Ahnung, wo das Vieh sein soll. Keine Ahnung, wo das Vieh sein soll. Achso, warte mal. Wir müssen ja auch auf 1 schalten. Wunderte mich schon. Warum das hier so aussieht, wie es aussieht. Da hat er wenigstens noch was an. Ja, hat er wohl auch da. Naja, gut. Ja, also es gab jetzt verschiedene Theorien, dass das vielleicht, also meine Theorie ist, dass es einfach buggy ist, ne? Wie gesagt, es bekam noch den Hinweis, dass es hier irgendwo hier oben sein soll, also hier an der Türe irgendwie rechts, aber da sieht man halt nichts. Ich kann nichts anklicken. Es ist einfach nicht da. Werde mir das nochmal im Internet angucken müssen und dann werden wir das bei einem der nächsten Folgen mal lösen. Wie gesagt, ich habe mir alles angeschaut. Keine Ahnung, wo das Tier sein soll. Wäre natürlich lustig, wenn ich es jetzt finde, so während der Aufnahme. Das wäre natürlich richtig schön, aber ansonsten haben wir einfach ein kleines Kram-Problem. Das wäre hier noch am sinnvollsten, ne, dass es hier irgendwie bei Ariel quasi im Wasser ist irgendwie oder irgendwo hier nebendran zumindest. Aber ich sehe es halt auch hier nirgends. Und auch hier haben wir gerade geguckt. Er muss ja auch irgendwo dieses Baguette herhaben. Wo geht es denn am Ende hin? Man flieht ja am Ende aus der Stadt. Tja, man weiß es also nicht. Ah, kriege gerade den Hinweis, dass das nicht geht, tatsächlich, weil man erst noch eine bestimmte Fähigkeit haben muss. Puh, na gut, dann was soll ich sagen? Warte mal, was ist denn, wenn wir hier eigentlich drauf drücken? Ja, können wir nicht. Naja, brauchen wir vielleicht wirklich noch ein bisschen weiter im Story-Modus. Seltsam. Nun gut, wir starten mal rein. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja, machen wir mal weiter in der Hauptkampagne. Der bronzene Panzerhandschuh der Ewigkeit. Wir sind zurück in Atlantis. Wie du sehen kannst, ist die Stadt noch immer die gleiche. Aber nicht mehr lange, wenn wir das Nexus-Ereignis nicht stabilisieren. Ich erfasse eine ungewöhnliche Raumzeitverzerrung, die vom Hauptplatz ausgeht. Sei bitte vorsichtig, das ist ganz anders als die Fälle, die wir bisher hatten. Okay. Und jetzt? Das war's jetzt? Also hier ist auf jeden Fall keine Krabbe. Ich gucke jetzt, aber wir sind ja auch nicht bei Tick 1 gerade. Na gut. Also hier jetzt irgendwo irgendwas. Suche nach einer Raumzeitverzerrung. Ist es sowas hier? Ja, sowas ist eine Raumzeitverzerrung. Alles klar. Verzerrung gefunden. Warte. Das kann nicht sein. Die Verzerrung verändert das Realitätsgefüge selbst, als ob ein bestimmter Moment in Zeit und Raum überschrieben werden würde. Es gibt auch eine fortwährende Spur von Quantenenergie. Vor der Verzerrung gab es etwas anderes, irgendetwas unglaublich Mächtiges, irgendetwas, das gestohlen wurde. Kann es sein? Wir brauchen weitere Einzelheiten. Detektiv, auf geht's. Versuche, Hinweise in der Nähe des Brunnens zu finden. Alles klar. Gar kein Problem. Sowas vielleicht? Ist das ein Hinweis? Ja, die Matsche da vorne. Gute Arbeit, Detective. Du hast einige Spuren von Tinte gefunden. Das ist jetzt nicht wirklich eine zeitenbeschleunigende, realitätsverändernde Substanz zu sein. Warnung, Warnung, Warnung. Neue Verzerrung entdeckt. Die Tinte kann warten. Wir müssen uns beeilen. Was auch immer geschieht, es geschieht schnell und hört nicht auf. Gut, ja, wir können auch nochmal raus. Super da. Rauszoomen. Energietracking geladen, alles klar.
Es bildet sich eine weitere Verzerrung. Irgendjemand oder irgendetwas schreibt in diesem Augenblick die Realität um. In Echtzeit, aus dem Inneren der Zeitlinie. Wir müssen die neue Verzerrung sofort finden. Spüre deren Energie auf und markiere ihre Position. Das ist, glaube ich, einfach. Müssen wir nur hin. Ja, alles klar. Upp. Ah ja, das habe ich gleich gesehen. Mann, was für eine actiongeladene Folge. Da, noch eine Verzerrung. Und schon wieder erfasse ich eine Spitze in der Quantenenergie. Irgendwas wirklich Mächtiges war vor wenigen Sekunden dort. Ohne Zweifel. Das war ein heiliger Stein. Detective, bist du mit der Saga der Ewigkeit vertraut? Diese uralte Erzählung, die von den allmächtigen heiligen Steinen von Atlantis handelt? Nun, es ist nicht nur eine Legende. Die Helden, die Portale, einfach alles. Es ist alles wahr. Solche heiligen Steine existierten im atlantischen Zeitalter und wir haben bis jetzt nicht verstanden, wie sie funktionierten. Wenn ich keine rationale atheistische KI wäre, würde ich es als Magie bezeichnen. Irgendjemand stiehlt die heiligen Steine, was diese Verzerrung verursacht. Der Brunnen hielt einst den heiligen Stein des Raums, während dieser Statue der Altar für den heiligen Stein der Macht war, eine grenzenlose Energiequelle für die ganze Stadt. Ja, habe ich zu viel gesagt? Die Tinte? Ja, die Tinte, in der Nähe der Statue. Alles klar. Folge der Tintenspur. Tintenspur, gar kein Problem. Tintenspur. Tintenspur. Oh, jetzt habe ich mir das Ganze hier stundenlang angeguckt und habe keinen Plan. Hier. Nein. Hier? Ja. Panzerhandschuh. Da. Warte. Was? Ist der gerade verschwunden? Ich kann sein Bild nicht stabilisieren und fotografieren. Es gibt nur ein Echo wie die entdeckten Verzerrungen. Mein Sensor konnte sein Bild nicht richtig lesen, als ob er verschleiert und von der wahren Zeitlinie getrennt gewesen wäre. Aber dieses Ding war sichtbar. Ja, Detective, das war der Panzerhandschuh der Ewigkeit, wie in der Saga beschrieben. Na, wer kennt sie nicht? Wer auch immer vor uns stand, hat seine Macht genutzt, um den heiligen Stein des Raumes anzuzapfen und ist dann verschwunden. Dafür wäre aber eine gewaltige Menge Energie erforderlich. Da wir jetzt wissen, dass er den Panzerhandschuh der Ewigkeit nutzt, können wir dessen Machtsignatur analysieren und einige Informationen zu unserem geheimnisvollen Schurken abrufen. Ich finde den Übergang immer noch schlimm. Also wirklich von Folge zu Folge. Das ist nicht, wird nicht besser. So, machen wir doch erstmal die Wellen größer. Genau, jetzt machen wir die ein bisschen Cash. Oh, nein, in die andere Richtung. Ein bisschen schneller hier. Ja, komm. Stopp, sehr gut. Tintenfisch. Analyse abgeschlossen. Es ist mir gelungen, einige biometrische Daten zum Träger des Panzerhandschuhs wiederherzustellen. Zwar nicht genug, um sein Bild zu rekonstruieren, aber wenigstens etwas, das uns einen Hinweis liefert. Seine biometrischen Merkmale stimmen mit jenen der Familie Tintenfisch überein, einem mächtigen und wohlhabenden Haus dieses Zeitalters. Leider waren die Tintenfische eine Legion, weshalb wir mehr Hinweise benötigen, um unseren Schurken zu identifizieren. Ich frage mich, ob er violett ist. Warnung, schon wieder Warnung. Eine neue Verzerrung bildet sich jetzt in diesem Augenblick. Nein, nicht schon wieder eine. Okay. Wir folgen der Tintenspur, finden eine neue Verzerrung. Naja, warte mal, die hatten wir ja schon. Hier. Wing. Heiliger Stein der Macht. Da, die neue Verzerrung und noch ein gestohlener heiliger Stein. Das hier war der heilige Stein der Seele, ein Amulett, der den auserwählten Bewohnern des großartigen Atlantis ein fast ewig währendes Leben bescheren konnte. Was? Warum bin ich dir das nicht schon vorher erzählt habe? Weil ich nicht konnte. Die meisten Informationen über die heiligen Steine erfordern Freigabestufe Dunkelrot. Ich habe nur teilweise Zugriff darauf, wenn es von höchster Bedeutung ist, um einen Fall zu lösen. Hast du dich jemals gefragt, warum die Saga der Ewigkeit als Legende und nicht als Geschichte gilt? Nicht, weil ihre Endphase glanzlos war, sondern weil das jemand beschlossen hat. Irgendeine weise Person, würde ich behaupten. Aber genug davon. Schau dir stattdessen das Mal an.
Noch mehr Tinte. Wir sollten uns beeilen. Ja, hier, ne? Nein, hier? Nein, auch nicht. Hier. Auch nicht. Hier. Nein, hier. Da ist der Panzerhandschuh der Ewigkeit. Wer kennt ihn nicht? Panzerhandschuh der Ewigkeit. Da. Nein, er ist schon wieder verschwunden. Wir können aber wenigstens wieder die bleibende Energie analysieren, um mehr über ihn zu fahren. Dann nochmal dieses Gewippe. Krip, 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 krip. Okay, komm. Go for it. Kleiner müssen wir machen. Ja, machen wir ruhig noch einen davon. Nochmal mehr enger zusammen. Ah ja, man kann gedrückt halten. Hervorragend. Ich muss das gar nicht so absichtlich klein dippen. Klicken. Wir haben eine neue Information erhalten. Unser Dieb hat einen Bart. Hm. Wir brauchen aber trotzdem noch mehr Hinweise und wir haben nicht die Mittel, um mehr davon zu bekommen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass unser bärtiger Tintenfisch versuchen wird, einen weiteren Stein zu stehlen. Ich werde nach weiteren Verzerrungen scannen. Hm. Hab eine im Turm des Wissens gefunden. Auf geht's. Ja, Turm des Wissens. Der war nochmal wo? Ist das hier das, der Turm des Wissens? Der Turm des Wissens. Das müsste man jetzt von dem... Ah, hier. Da mit den Büchern. Na, Wissen ist Macht und so. Da. Wie ich befürchtet hatte, der heilige Stein des Verstandes. Das kollektive Gedächtnis jedes Wesens, das jemals in Atlantis lebte, wurde gerade gestohlen. Ein lebendiger Friedhof. Warum? Warum wurde das Wissen der heiligen Steine verborgen? Es geschah vor vielen Jahren. Ich wurde gerade erst aktiviert und hatte meinen Namen erhalten. Eve. Ich war anders. Ein Neugeborenes, wenn du willst, da selbst KIs lernen und wachsen müssen. Es war der allererste Tag unserer Organisation und dennoch entdeckten wir die Wahrheit über die heiligen Steine und wir beschlossen, sie zu klassifizieren. Warum? Weil einige Wahrheiten gefährlich sind. Macht, endloses Wissen, Unsterblichkeit. Diese müssen Träume bleiben und keine historischen Fakten. Und warum? Weil wir den Niedergang Atlantis erlebt haben. Ich werde nichts mehr dazu sagen. Wir sollten diese Bibliothek verlassen und der Tintenspur weiter folgen. Kein Problem. Wir suchen jetzt wieder nach dem Handschuh. Da ist er auch schon. Also er hat einen Bart und er kommt von den Tintenfischen. Jetzt wollen wir noch ein drittes. Ja, wieder weg. Es ist ein Tintenfisch. Er hat einen Bart. Was haben wir sonst noch, Detective? Weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. So, müssen wir ein bisschen... Oh, nee, nicht so. Nicht so viel, aber dafür sehr kleine... Sehr gut. Ich glaube, wir haben bei all den Minispielen so einen Zeitdruck, oder? Ich habe den bis jetzt immer ignoriert, beziehungsweise habe ich gar nicht hingeschaut. Analyse abgeschlossen. Ich konnte seine Kleidung rekonstruieren. Es ist eine ziemlich sonderbare Tunika mit dreieckigen Wappen. Laut meiner Datenbank war dies das Gewand der Priester von Atlantis. Sie hatten geschworen, Relikte zu Wissen zu schützen und Wissen zu schützen und ihre Kirche war als der purpurrote Schwur bekannt. Nun, wir sollten jetzt genügend Hinweise haben, um unseren Dieb zu identifizieren. Lass uns in der Zeit zurückreisen und ihn schnappen. Machen wir das mal. Tick 2. Schade, ich hätte ja gerne Tick 1 erlebt. Wir müssen unseren Priester des purpurroten Spurs finden. Er ist ein Tintenfisch, er hat einen Bart und er trägt eine Tunika mit dreieckigem Wappen. Gar kein Problem. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge von Crime O'Clock. Vielen Dank, es ist nämlich jetzt 1 Uhr nachts hier und ich werde jetzt mal ins Bettchen hüpfen. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge geht es einfach wild weiter. Bis dahin, macht's gut.